Dann wollte Abraham Mekka angreifen und die Elefanten kamen. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel geschickt und er hat die Elefanten gestoppt. Und dies hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Und das ist Hadith ist bei Al-Bukhari Muslim, dass Allah subhanahu wa ta'ala verhindert hat, dass die Elefanten zu Al-Kaaba kommen. Natürlich durch einen Engel. Barakallahu fikum. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Vögel geschickt und diese Vögel haben glühende Steine getragen und die haben die Waffen diese Steine. Und man hat gesagt, es gab die Namen von der Armee auf diese Steine. Jeder Stein kommt und geht direkt auf den Soldaten und sie waren dann wie ein Feld nach der Ernte geworden. Das bedeutet, die wurden vernichtet. Und deshalb Abraha hat sich zurückgezogen und geflohen, aber er wurde verletzt und unterwegs ist Abraha gestorben. Und natürlich diese Ereignisse hat Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Fil, Sura von Elefanten, erklärt und erzählt, subhanahu wa ta'ala, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.